Zombie-Apocalypse. Meine sehr verehrten Zuschauer da draußen, ich grüße euch hiermit recht herzlich zurück zu einer neuen Folge von Let's Play GTA 5. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Tja, und wer das natürlich glaubt, der ist, glaube ich, auch ein bisschen neben der Spur gerade. Denn Leute, ich glaube, ihr seht es natürlich auch schon am Titel. Ihr seht es am Thumbnail, ihr seht es überall. Ihr seht es natürlich auch jetzt gerade im Video. Das ist natürlich kein GTA, das ist kein Battlefield, das ist kein Payday, das ist, weiß ich nicht. Gerade was mir dazu eingefallen ist, es ist nicht das, was ich gerade gesagt habe. Es ist, Leute, das altbekannte, verpixelte Spiel. Das Spiel, das so viele Spieler spielen von euch. Ich rede jetzt von diesem super lebendigen Spiel. Das trägt den Namen Minecraft. Schön, dass wir endlich mal wieder auf dieser locker fluffigen Welt unser Unwesen treiben. Ich bin aktuell im Survival-Modus, also sprich übersetzt auf Deutsch, im Überlebensmodus. Und ich bin natürlich auch so ein bisschen der Überlebenskünstler. Und ich bin auch ein bisschen waghalsig. Ich möchte gerne auf diesen Berg steigen. Oder was soll das sein? Ich denke mal, das ist ein Berg. Ich möchte irgendwie nach oben kommen. Natürlich, ich bin im Überlebensmodus und muss natürlich auf meine Herzen achten. Denn, na klar, man kann sterben. Tja, ich möchte trotzdem auf diesen Berg. Frag mich bitte nicht, warum. Es hat mich irgendwie so dazu gebracht, weil dieses Pig, also dieses Schwein, auf diesem Block steht. Und das schon höher gekommen ist als ich. Also ich muss das natürlich auch höher schaffen. Und das muss doch irgendwie funktionieren. Das muss doch irgendwie schneller gehen. Also ich könnte mich natürlich dort hochhacken. Das ist natürlich keine Frage. Aber wann ich dann fertig sein sollte damit, das weiß ich leider nicht. Denn ich muss das irgendwie anders probieren. Ich muss doch irgendwie dort hochkommen. Aber ich bin jetzt erstmal im Berg drin. Ich bin sozusagen im Erdgeschoss aktuell. Wir haben auch ein bisschen Wasser. Und hier ist es gerade alles ein bisschen benebelt. Tja, das liegt glaube ich daran, dass sich hier ein Geist rumtreibt. Ein Geist, der anscheinend sehr hungrig ist. Er ist hungrig, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Er treibt wirklich schon sein Unwesen hier seit zig hunderten Jahren unter diesen großen Berg. Dieser Geist wurde bisher noch nie gesichtet. Aber Leute, die dort drin waren, in diesem Berg, haben seltsame Geräusche gehört. Also ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist so eine kleine Horrorgeschichte hier. Und guckt euch das an. Es ist hier komplett alles dunkel. Und ich fürchte mich gerade so ein bisschen. Guck mal, hier ist ein Block nur. Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Wieso haben wir denn hier bloß einen Block? Leute, nee, komm, das ist nichts für mich. Ich gehe am besten mal sofort wieder raus. Denn ich möchte natürlich nicht in diesen Berg, ich möchte auf diesen Berg. Also kommt mit, liebe Leute. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Also ich freue mich natürlich wieder riesig, dass sich so viele Leute jetzt dieses Video anschauen. Also Hut ab für euch. Die beste Community der Welt ist natürlich die Premium Crew. Also auf jeden Fall bleibt bitte dran und schaut euch dieses wundervolle Video an. Denn jetzt hänge ich erstmal da fest, wo ich das schon irgendwie geahnt habe. Denn wir haben jetzt hier so viele Steine, die uns natürlich den Weg abschneiden. Und wir haben natürlich auch ein bisschen Wasser. Guck mal hier. Also ich probiere einfach mal. Komm. Ja, sehr schön. Ich probiere einfach mal hier reinzuspringen direkt und dann kommen wir hoffentlich. Nein. Nee. Okay. Dann probieren wir das irgendwie jetzt. Oh Gott. Irgendwie muss es doch gehen, dass wir jetzt hier irgendwie reinkommen. Anscheinend brauche ich dafür noch eine Hacke. Wisst ihr was? Dann gucken wir mal ganz kurz hier in unseren wunderbaren Koffer. Was haben wir da? Wir haben nichts. Okay, wir haben nicht mal Holz. Dann können wir am besten mal direkt wieder runtergehen. Ich brauche auf jeden Fall eine Steinspitzhacke. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir die jetzt haben, damit wir uns irgendwie diesen Weg frei hacken können. Ansonsten komme ich leider in diesen modernisierten Fahrstuhl nicht weiter. Denn ich habe gesehen, dahinter verbirgt sich Stein. Und es ist bloß ein Block freigehackt worden, beseitigt worden, sagen wir es so. Und ich komme jetzt leider nicht rein. Ich probiere wirklich das Beste jetzt daraus zu machen, aber ich brauche erstmal Holz, wie gesagt. Und jetzt erschwert uns natürlich auch noch das Wetter. Und diese Tätigkeit. Jetzt wird es schon langsam dunkel. Das finde ich natürlich auch nicht so schön, aber was soll man machen, ne? Also wir können jetzt hier wirklich nichts
weiter sagen dazu. Ja, das ist ja cool. Können wir? Nee? Ach doch, guck mal, Werkbank. Wunderbar. Die haben wir jetzt erstmal erschaffen. Und ich glaube, wir werden die irgendwie mit nach oben nehmen. Ich glaube, das ist erstmal das Beste, was wir machen können. Ich lasse mal lieber das HUD eingeschaltet, damit wir auch sehen, dass wir hier auch wirklich die Werkbank in der Hand haben. Ich glaube, wir werden... Nee, Gott, was war das jetzt? Ich werde die jetzt am besten irgendwie erstmal hier unten platzieren. Ich glaube, später können wir uns die nochmal holen. Wisst ihr was? Wir holen am besten nochmal ein bisschen Holz, damit wir für oben dann später noch was haben. Denn ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, wenn wir natürlich auch mehrere Werkbänke haben. Ansonsten muss ich mal jedes Mal nach unten laufen. Das ist auch ein bisschen blöd. Deshalb nehmen wir am besten mal ein bisschen Holz mit, das uns hoffentlich weiterhelfen wird. Und der Fahrstuhl macht gerade die Sache ein bisschen schwieriger. Obwohl, mich kann niemand bremsen. Das ist natürlich hier wichtig. Wir brauchen erstmal ein bisschen Erde. Die brauchen wir auf jeden Fall erstmal zum Unterbauen. Vielleicht müssen wir irgendwie durch irgendeinen Weg uns durchschlängeln. Ich glaube, dazu ist dann wirklich Erde gut angebracht. Dann haben wir erstmal hier die Werkbank und dann... Ach Mist, wir brauchen natürlich noch hier, guck mal hier, Holz, genau. So. So, nee, okay. Wir brauchen erstmal, ach, da war es geahnt, eben Akazienbretter. Den nehmen wir am besten mal mit. So, dass wir erstmal ein paar davon haben. Nochmal 4, wunderbar. Nehmen wir erstmal alles, was wir so kriegen. So, dann haben wir erstmal hier ein bisschen Stock. Ein bisschen Stock ist immer gut. Und dann machen wir einmal einen auf den. So. Okay, doch nicht? Okay. Dann noch einmal runter. So, nee. Ich bin auch ein bisschen blöd hier gerade. So, Leute, was ist da los? Nee, einen Holzschaufel brauchen wir nicht. Wir brauchen genau nicht das. So ähnlich. Genau, wir brauchen eine Holzspitzhacke. Die ist ganz, ganz wichtig, dass wir die jetzt für dort oben benutzen können. Und ich probiere es einfach mal jetzt. Ich wage es einfach mal, diesen Stunt hier zu absolvieren. Wir können natürlich auch ertrinken. Also, keine Frage. Aber trotzdem probiere ich jetzt wirklich mein Bestes. Bitte. Nein. Bitte. Komm, lass mich durch. Lass mich doch bitte einmal durch hier. Ich glaube, wir können erstmal ein bisschen Sand dort oben hinbauen. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so schlecht. Oh Gott. Das war jetzt eine Nullnummer. Es tut mir natürlich auch sehr, sehr leid, dass wir jetzt hier nicht weiterkommen. Aber ich habe mir gerade so ein bisschen etwas überlegt. Denn wir können natürlich hier theoretisch auf diesen Block jetzt erstmal rauf. Und dann können wir uns das erstmal so zurechtbauen. Und hoffentlich kommen wir jetzt hier rein. Bitte, bleib stehen. Wunderbar. Wir haben es erstmal... Nein. Wir haben es erstmal so weit geschafft, dass wir uns jetzt erstmal hier oben einen Platz verschafft haben. So, dann machen wir das erstmal safe. Wunderbar. Der Erdblock kommt erstmal wieder weg. Und dann können wir uns hoffentlich jetzt irgendwie reinhacken. Och, bitte, lass es irgendwann hohl werden. Bitte. Das wäre sehr, sehr wichtig und für mich auch sehr positiv, wenn wir uns jetzt irgendwie reinhacken können hier. Denn das könnte alles noch sehr, sehr schwieriger werden, als es ist. Denn wir sind circa in der Mitte von diesem ganzen großen Berg. Trotzdem probiere ich das Beste, jetzt irgendwie dort durchzukommen. Wir können uns natürlich auch erstmal ein bisschen Stein sammeln. Das wir dann wiederum dafür verwenden, dass wir irgendwie nach oben kommen. Ich glaube, das wäre vielleicht eine gute Idee. Dann können wir uns theoretisch einfach nach oben hacken. Jetzt sehe ich aber nichts mehr. Ist auch nicht so schön, wenn man gar nichts mehr sehen kann. Vielleicht kommt dann irgendwann der Geist, der natürlich hungrig ist auf Menschen. Ich glaube, der könnte alles ein bisschen schwieriger machen. Jetzt wird es erstmal ein bisschen dunkel. Oh Gott. Oh oh. Okay. Das ist natürlich nicht so pralle. Oh feier. Da haben wir erstmal ganz schön was auf den Deckel bekommen. Bitte, lass mich runter. Ich sehe gerade gar nichts. Ich bin gerade ein bisschen in das Dunkle geraten. Ich habe mich gerade ganz schön verletzt am Kopf. Also ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal einen Doc. Denn ich glaube, so kommen wir erstmal nicht nach oben. Ich wollte eigentlich sofort jetzt mich irgendwie nach oben bauen, aber anscheinend kam dann dort irgendetwas entgegen und dann sind wir leider
hier wieder unten gelandet. Leute, also das wird wirklich noch eine sehr, sehr harte Arbeit. Ich sehe da hinten noch ein kleines Dorf. Ich glaube, das könnte uns irgendwie weiterhelfen. Denn wir sind gerade sehr, sehr schwer verletzt am Kopf. Trotzdem, ich möchte jetzt erstmal nicht mehr runter. Denn ich möchte erst nach oben, um wirklich diesen wundervollen Ausblick über diese komplette riesengroße Welt zu haben. Dann können wir vielleicht irgendwann später in das Dorf reinlaufen und irgendwie auf Hilfe warten oder Hilfe suchen. Ich hoffe, wir werden das jetzt noch demnächst schaffen, irgendwie diesen richtig, richtig fetten großen Berg zu erklimmen. Wenn du mit mir auf diese Reise gehen möchtest, dann bleib dran und schalte im nächsten Minecraft-Video wieder ein. Und lass mal gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder bei diesem wundervollen Abenteuer hier in Let's Play Minecraft. Macht's gut, lieber Zuschauer. Bis dahin. Tschüss.